Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Ah, wer ist denn da auf Toilette? Niemand. Niemand. So, was ist hier los? Ach, nix. Handysucht? Ich guck mal, was so los ist in der Welt. Ein Grubefachkatalog. Okay, na dann hol ich mal das große Automobil. Steht ein bisschen weiter weg heute. Etlichste Straßen. Also benutze ich meinen Automobilabholer hier. Den da, den Roller. Den da. Um das Auto zu holen. So, also. Kinder in die Schule und dann, das heißt Kinder, Kind in die Schule. Und dann sehen wir uns im Laden. Oh, Anuks Reifen sind da. Yay. Mal runter damit. Jo. Tada. Bin ein bisschen später im Laden. Anuks Reifen sind gekommen, wie gesagt. Maxis Minion. DHF und DHR. Hab ich mir geholt. Weil ich dachte, passt vielleicht rein. Müssen wir natürlich sehen, ob und wie. Von der Breite her, ob das überhaupt passt. Ist ja, das waren die beiden Einzigen, die noch da waren. Die waren nun preislich so gesenkt, dass es nicht schlimm ist, wenn sie nicht passen. Dann kann ich sie immer noch gut verkaufen. Also. Ja, was soll's, also los werde ich's immer. Nee, ich weiß es nicht, ey. Du gehörst ja auch zu dem Laden. Da war ein Kunde an. Ich stand vor dem Laden. Der wollte mir das Rad nehmen. Dieses wunderschöne Hollandrad hier. Gehörst du denn auch zu dem Laden? Ich sag, nö, nö. Nicht, dass du jetzt mit dem Fahrrad davon fährst, sagt er. Ich sag, nö, ich fahr gleich mit dem Fahrrad davon, aber erst wenn du hinten um die Ecke bist. Mach mal, dass du jetzt loskommst hier. Damit ich losfahren kann. Und er so völlig verunsichert steht da. So. Ich sag, na, sag mal, was hast du denn für ein Misstrauen, ey? Ich kann mir kein hübscheres Rad als so eins vorstellen. Egal. Wenn man schon so was macht, dann noch für richtige Ritter. Mal für so weit hier. Gut, wie auch immer. Und ob ihr, was die Leute für Schisse haben heutzutage. Oh, eine fremde Person. Sieht so gangstermäßig aus heute oder wie? Mal immer einen neuen Pullover an. Ich habe mir einen neuen Pullover gekauft hier. Fox. Ein neues Käppi. Alles neu. Und neue Unter-T-Shirt auch neu. Nicht gesponsert, muss ich mir selber kaufen. Ja? Also hier, nicht, dass er denkt, oh, jetzt sagen wir, macht er nur noch Werbung für Klamotten und Marken. Nee, habe ich mir alles selber gekauft. Das kann ich ja sagen, wenn ich es mir selber gekauft habe. Das ist keine bezahlte Werbung. Oder? Also es ist nicht so, dass mich da einer sponsert für. Das wäre ja schön. Dann machen wir erstmal das, was er hier alles noch gemacht haben wollte. Das und das. Gut, jetzt Speiche raus. Hier ist die Speiche gebrochen. Da beziehungsweise ist nur der Nippel ab. Da. Und das versuche ich jetzt mal mit sozusagen Smart Repair, weil das ist ein Hollandrad und das wäre ja elendige Geschraube und die Mache, um das abzukriegen. Also erstmal den Rest von dem Speichennippel runter hier. Der Vorspann gestern hat euch gefallen, ja? Also das vorne weg, oder zumindest hat es jemand, hat das einem gefallen, dass es so schnell mitiert. Da so. Und das kann ich aber leider nicht oft machen, weil ich habe nicht immer irgendwie so viel zu tun. Das ist jetzt eben hier auch der erste Auftrag. Vorher, nachher. Ist schon genial. Also vorher, seht ihr noch, so Speiche locker hier. Da. Tada. Der Rest vom Nippel steckt da drin, den müssen wir natürlich rausholen. Das machen wir so. Zack. Rest vom Nippel ist raus. Da ist ein bisschen das Felgenband hier drin beiseite gehoben.
einzig vernünftige Lösung. Ein stabiler Nippel. Ein stabiler Nippel, da hört sich ja auch an, ey. Die erste Aufgabe erfüllt. Mal schauen, was als nächstes kommt. So, kommt eine neue 8-Fach-Kette drin. Ohne Wenn und Aber. Die Kette ist definitiv verschlissen gewesen, also mehr als das. Ja, wenn die Kette nicht vernünftig arbeiten kann, können die Schaltröllchen, also die Kette nicht die genötige Steifigkeit hat, können die Schaltröllchen sie halt nicht präzise von einem Gang auf den anderen transportieren. Ja, wenn sie zu flexibel ist, dann ist es ja, naja, dann ist es mehr oder weniger Zufall, wenn die denn da ankommt, wo sie hin soll. Checken wir mal die Steifigkeit. Ob das schon gereicht hat jetzt. Ach, würde ich gerne, aber ist ja Akin. Kein Zug drin. Viel Kraft, richtig ansetzen und einen ruhigen Dreh. Also den hochpräzise ansetzen und einmal kurz drücken und drehen. Richtig ansetzen, einmal kurz drücken, drehen. Wenn du das einmal verkackst, das ist vergessen. Die üblichen Spinnennester findet man dann da drin. Dann nimmt man sich einen spitzen Schraubendreher hier, um den Zug daraus zu pellen. Wir nehmen hier Tip-Top-Zug, hier, Fasi, Nirodlight, 3, 4, manchmal sogar 5 Euro kostet er. Nur der Endzug. Jo, BBF kommt. Der BBF. Und was für welche? Komische. Komische Kunter.
Was soll das denn sein? Dein Bestes? Ja. Essen. Warum leuchtet denn nicht immer? Ach so. Muss das wegmachen hier alles. Muss man eine Bockerin hauen oder so. Handy weg. Wenn es ein Fahrrad da drin gibt, was ganz normal ist, wo man nur fahren muss, darf ich dann da mitmachen? Da kannst du machen, aber um eine Medaille zu gewinnen, musst du sehr gut sein. Mhm. Enttäuschung gehören dazu, ne? Eine Stoppuhr. Ja. Hallo. Na du? Papa, ich bin auch so gut draußen. Mm. Was isst du was? Mama hat eingekauft. Das ist gut. Mama macht Nee. Die macht Nudeln, aber keine Soße. Die macht Buster-Nudeln. Mit Gemüse. Buster-Suppe. Willst du das mal rühren? Naja, ich habe jetzt meine Suppe gegessen. Gott sei Dank, gerade. Zeig mir mal. Das ist alles. War nur Erbsen. Pass auf, schon nicht hin. Und los. Erbsensuppe war das. Ja, Bohnensuppe. Fahrradunfall. Mit Auto. Bike meets car. Nicht mehr so geil. Müssen wir durchchecken. Aber zuerst mal müssen wir hier die Pelle runterziehen, weil die würden wir gerne noch nehmen. Und dann soll es möglichst ein gebrauchtes Vorderrad sein. Mal gucken, ob ich sowas noch da habe, weil ich glaube, irgendwie haben sie alle in letzter Zeit Unfälle, habe ich den Eindruck. Das Loch ist ein bisschen gestaucht hier. Ventilloch. Wie bitte? Brauchst du so eine Lichter auch? Ich sag, ich hab zwei bestellt, eins habe ich schon verkauft, Ach so.
Habe ich vorhin schon verkauft, für 30 Euro kosten die. Ach so. Sind billiger als die anderen, die ich bisher hatte. Die haben die gleiche Lichtleistung, ähnliches Design. Von Duranova kosten 48 Euro. Okay. Das ist geil. Finde ich eigentlich ganz gut. Hast du ja einen Sattel getauscht, meine ich. Das ist einfach ich bin nur... Ich bin mir jetzt selber ein Arsch gebissen, weißt du, aber... Du hast ja auch gleich bekommen, das oder? Ja. Du hast ja bezahlt oder nicht? Ja, aber ich hätte ja gleich irgendwie das günstige ohne Licht, aber die hat das so... Weiß nicht, wie die das gemacht hat, so die Ansprüche und die hat... Mann ey, und die wollte das mit dem Korb natürlich, weißt du, immer wollte sie das mit dem Korb. Verdammt nochmal. Und ich hab keine Körbe, genau aus dem Grund. Echt jetzt? Ja, die wollen das mit dem scheiß Korb und dann ist das im Korb. Und wenn sie den mit dem Korb haben, dann kommen sie, so irgendwann, scheiße sein wie kommen sie irgendwann an und sagen, Mann, und jetzt wurde mir aus dem Korb das und das rausgeklaut. Können wir den Korb nicht vorne dran machen? Jetzt bist du am Basteln, muss vorne die Lampe umbauen, weil sie sonst abwischt, wie das Ding hier oder so. Ich höre jetzt eher, aber er ist über das Auto rüber und ist auf den Kopf aufgekommen und ihm ist aber trotzdem nichts passiert. Denn ich denke, ja, danke wohl. Habe ich zu ihm wohl gesagt. Ja. Er sagt, er ist euer Fahrlehrer und ihm ist ja. Das... Und er hat voll recht und er wird voll bezahlt. Ist er in der Ordnung? Nee, na eben nicht. Er will ja auch nicht, dass es so viel kostet, weil er kriegt zwar recht, aber sagt dann, ja, der Typ, der war auch, der war völlig auf viel gelöst und so. So, erstmal, so würde ich auch erstmal sein. Ja, also. Flo. Der ist. Gibt auch noch ordentlich, gibt auch noch nicht Abzocker, gibt es ja auch noch. Ja. Selten, aber gibt es. Das ist nur Arbeit drin. Wundert mich. Der war noch da mit der Arbeit. Oh, mit Berlin. Bin mal gespannt. Nach den Herbstferien ist Lockdown. Das ist zwar nicht beschlossen, aber ich denke, es kommt so. Ich befürchte das auch leider. Also diese Schulgeschichte und so, es geht ja so nicht weiter, ist ja klar. Ach, schön. So, Feiern. Nicht zum Schneiden heute, das ist ein Quatsch. Nicht zum Schneiden. Nicht zum Schneiden, das wird kein vernünftiger Vlog, da habe ich keinen Bock drauf. Gut, macht das gut, wir sehen uns morgen, bis dann, ciao. Ich warte schon wieder. Sagt der? Omi! Omi!